Andreas Wagner 91-60 gegen Rent for Office gewonnen, der vierte Saisonsieg in der Pro. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie weit war die Mannschaft schon an dem Niveau, wie sie es gerne hätten? Ja, ich habe es vorher schon mal gesagt, es war heute mit Sicherheit nicht alles gut, aber es war natürlich auch nicht alles schlecht. Genauso wie es letzte Woche bei der Niederlage nicht alles schlecht war. Wir müssen weiterarbeiten. Ich glaube, wir haben eine gute Reaktion gezeigt nach den letzten zwei Spielen. Wir haben heute wirklich das mehr gewollt als Nürnberg, haben 14 Minuten gekämpft und wirklich gearbeitet Basketball. Haben 17 Offensive bei uns geholt, das für eine gewisse Einstellung zeigt, einen gewissen Kampfgeist. Und es haben 11 Spieler gepunktet von 12. Also wir haben heute wirklich eine gute Teamleistung gesehen und das ist das, was wir brauchen. Wir müssen verstehen, dass in der Pro A das kein Selbstläufer ist. Es sind sehr viele gute Mannschaften und nur mit viel Arbeit und auch mit viel Kampf kann man Spiele gewinnen. Und das, wenn wir das zusammenbekommen, dann denke ich, kommen so Spiele raus wie heute. Wie wichtig war es Ihnen oder ist es Ihnen am Ende, dass der Sieg auch so deutlich ausgefallen ist, dass es vielleicht ein Ausrufezeichen war? Wir wollten einfach nur 40 Minuten Basketball spielen, wir wollten nur 40 Minuten dieselbe Intensität gehen. Ob das dann mit 2 Punkten oder mit 30 Punkten ausgeht, ist nicht ganz so wichtig. Wir wollten einfach schon, dass wir wieder zu unserem Basketball zurückfinden, den wir in der Vorbereitung gespielt haben. Und das haben wir, glaube ich, heute schon sehr gut gemacht und sind sehr nah rangekommen. Und es war, ich habe den Spielern gesagt, nicht auf die Anzeigentafel schauen, sondern 40 Minuten Gas geben. Was danach rauskommt, das werden wir danach sehen. Auf den ersten Blick fällt natürlich auf Christian Stadt-Hardinger mit 22 Punkten, mit 11 Rebounds. Sie werden jetzt aber wahrscheinlich sagen, das war ein Mannschaftserfolg. Wie ich schon gerade gesagt habe, 11 Spieler haben gepunktet. Christian hat von seinen 11 Rebounds 6 offensiv geholt. Das ist der entscheidende Wert an der Sache, ja, dass er sich mit unbedingt Willen hat, wollte unbedingt diesen Ball holen und ist da rein und auch wie alle anderen Spieler. Und Fabian hat heute ein gutes Spiel gemacht. Matt Reed in, glaube ich, 11 Minuten 6 Assists. Also es ist schon eine gute Mannschaftsleitung gewesen. Christian hat gekämpft, einfach heute bis zum Umfallen. Und dadurch sind auch diese 22 Punkte zustande gekommen. Joshua Young konnte gegen seinen Ex-Club, gutes Timing, sein erstes Spiel für Rastafechter machen. 11 Minuten sind es geworden. Wie zufrieden sind Sie so mit seinem Debüt? Sehr gut. Man darf nicht vergessen, dass er jetzt eine Operation unter sich hat, die erst knapp 3 Wochen her ist. Dass er also letzten April das letzte Mal Basketball gespielt hat, dass er keine Vorbereitung hatte und dass er ins kalte Wasser geworfen worden ist. Und wir wussten, wir brauchen ihn auch und irgendwann und haben ihn halt jetzt die Woche schon belasten können. Aber er ist lange nicht bei 100% und bei Josh steckt noch einiges drinnen. Aber ich bin sehr dankbar für die 11 Minuten. Er hat uns die 4 Fouls gegeben, hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und er ist ein guter Junge und er wird uns in der Saison noch helfen. Sie haben im Laufe der Vorbereitung immer betont, dass es Ziel ist, Stück für Stück besser zu werden, in jedem Training, mit jedem Spiel. Welche Punkte möchten Sie jetzt unter der Woche ansprechen, die vielleicht heute noch nicht ganz so gut waren, die am nächsten Samstag besser werden sollen? Ja, wir werden das Spiel analysieren, genauso wie jedes andere Spiel, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir werden das auf Video anschauen. Mit Sicherheit gibt es ein, zwei Sachen, die wir da verbessern können. Zum Beispiel die leichten Punkte, die wir dann kassiert haben am Schluss im Fastbreak, das darf nicht passieren. Auch 9 Offensive Rebounds von Nürnberg, da kann man auch noch besser dran arbeiten. Ein, zwei freie Würfe waren dabei von Nürnberg, wenn die fallen in der ersten Viertel, sieht es vielleicht auch anders aus. Also es gibt mit Sicherheit immer was zu analysieren, aber man muss auch mal heute zufrieden sein, mit 30 Punkten zu Hause gegen einen wirklich guten Gegner gewonnen. Und wir müssen das nur nächste Woche bestätigen. Wir müssen nächste Woche wieder eine ähnliche Leistung bringen, um auch da das Spiel zu gewinnen. Zuletzt bei der Niederlage in Hamburg war die schwache Freiwurfquote auffällig. War das diesbezüglich heute auch ein Schritt in die richtige Richtung? Ja, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, Freiwurfquote ist natürlich eine Kopfsache. Und wenn man natürlich dann Druck bekommt und weiß, man hat das Spiel davor schon verloren, dann ist es nicht ganz so einfach. Und wir haben die Woche viele Gespräche geführt mit den Spielern und haben gesagt, wir sollen den Kopf frei bekommen, einfach Basketball spielen, nochmal ein bisschen Spaß haben. Und deswegen sind die Würfe halt auch gefallen, also Freiwürfe, auch der ein oder andere Dreier. Auch daran können wir noch besser arbeiten, aber es war wichtig, einfach Leute in Erfolgserlebnis zu haben und das wird helfen für die nächsten Wochen. Am kommenden Samstag kommen die Finke Baskets Paderborn, ein Gegner, der sicherlich dafür sorgt, dass Rastafechter die Favoritenrolle haben wird. Inwieweit ist es jetzt unter der Woche die Aufgabe, die Mannschaft auf eine Aufgabe vorzubereiten, die man eigentlich lösen muss? Wir haben jetzt einen Sieg, das ist genau wie gesagt, nach einem Sieg kann man nicht alles schönreden, genauso wie man nach einer Niederlage oder zwei Niederlagen nicht alles schlecht reden kann. Wir müssen einfach weiter arbeiten. Wir haben einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht und jetzt gilt es volle Konzentration auf Paderborn, weil danach haben wir auch 2 schwere Auswärtsspiele wieder. Also es geht gleich weiter und die Liga ist einfach sehr, sehr gut geworden, sehr ausgeglichen und man kann nicht erwarten, dass man da durchmarschiert. Und ich habe immer gesagt, wir wollen oben mitspielen, aber das ist nicht so einfach. Ja. Man muss da alles zusammenbekommen. Heute, glaube ich, haben wir das schon ganz gut gelöst als Mannschaft.
das ist jeden Tag, jede Woche wird das wieder neue Arbeit werden, die Mannschaft vorzubereiten und um besser zu werden.